Hallo, liebe Freunde, und willkommen zum nächsten Part Hitman 2 Silent Assassin. Die Mission heißt der Yakuza-Job. Und ja, wir müssen den Zwilling des Fettsacks umbringen, den wir zwei Missionen vorher in der Mission Basement Killing umgebracht haben. Das Ganze natürlich mal wieder auf Silent Assassin Art. Diese Mission, wie ihr seht, ist nicht sehr lang, da die Map relativ klein ist. Wir sind in diesem Penthouse. Und ja, wir müssen, wie gesagt, den Fettsack töten und Geld klauen und eine Statue sicherstellen, die ja hier steht. Als erstes kümmern wir uns um das Geld, so indem wir hier reinlaufen. Und da sehen wir die Frau, die den Safe aufmacht. Ich nehme schon mal das Chloroform raus, das brauchen wir in dieser Mission auch wieder mal. Yep, das Chloroform brauchen wir sehr oft. Ich weiß, kann man aber nicht ändern. Die Frau vergewissert sich, ob das Geld auch ordnungsgemäß im Safe liegt. Das ist mir jetzt aber egal. Ich betäube sie einfach. Und zwar einmal die volle Ladung, damit sie auch nicht so schnell wieder aufwachen kann. So, dann rennen wir sofort wieder raus. Verstecken uns hier in der Ecke. Und sehen, ja, die Wache kommt rein. Schaut sich einmal um, aber da sie so dumm ist, findet sie natürlich nicht die Frau, die bewusstlos auf dem Boden liegt. So, was mir jetzt die Möglichkeit gibt, den Strom abzuschalten. So, dann machen wir einmal einen neuen Speicherstand, laufen hier raus und schalten den Strom ab. So, wir bekommen jetzt eine Nachricht, dass jemand von der Sicherheitszentrale geschickt wurde, um den Strom wiederherzustellen. Das ist mir jetzt aber egal, ich mache nur das Bild auf. Und mache den Safe auf, komm. Und nehme das Geld. So, schon mal das erste Ziel erfüllt. Wir rennen sofort wieder raus, hier, ja, danke. Und nehmen uns die Statue. So, perfekt. Genau, mal speichern und schauen uns das jetzt an. Wir müssen jetzt einen geeigneten Zeitpunkt finden, hier hinzukommen. Ja, der Mann für die Sicherheit ist unterwegs. Jetzt ist meiner Meinung nach der rechte Zeitpunkt, um hier hinzugehen. So, die Wachen sind abgelenkt. Wunderbar. Klappt bisher alles wunderschön. Da sind die Ladies. So, wir stellen uns einfach schon mal hier hin. Die da geht nicht mehr zurück. Ich weiß auch nicht wieso. Und du, mein Freund, kommst da jetzt ziemlich unpassend. Aber er sieht mich nicht. Wunderbar. Die hat sich, glaube ich, festgebackt. Die will irgendwie anscheinend nicht mehr zurückkommen. Ja, klar. Bum Bum mit Charlie. Ach du Scheiße. Ja, das liegt daran, dass sie sich doch ein bisschen verbackt hat. Das war jetzt allzu nicht so toll. Okay, wir haben jetzt das Geld und wir haben jetzt noch die Statue, genau. Ja. Gut. Kein Problem. Gut, dass ich ja gespeichert habe. Kann immer passieren. So, jetzt gehen die Ladies wieder hier hin. Und zwar alle drei. Diesmal gab es keinen Bug. Sehr schön. Wir schließen diesmal einfach die Tür. Ach Gott. Jetzt habe ich doch tatsächlich was vergessen, ja? Wir laden nochmal das Spiel. Ich habe tatsächlich vergessen, einen sehr wichtigen Schritt zu tun. Und zwar müssen wir, bevor wir jetzt in das Zimmer von dem Charlie gehen, müssen wir natürlich zuerst den Aufzug rufen, sonst
haben wir ihn nachher nicht hier. Das wäre auch nicht so toll. So. Oh ja, super! Dankeschön! Vielen Dank, Leute. Genau das wollte ich. Noch ein zusätzliches Fail, aber naja. Okay. Ja, ihr seht, in dieser Mission kann sehr viel schief gehen. Ist ziemlich nervig, aber was soll man machen, ja? Ich werde ja gut bezahlt und so. Sicher. So. Aber diesmal sollte nichts schief gehen. Die Wache verpisst sich jetzt und ich rufe den Elevator. Laufe dann sofort hier hin. Die Ladies sind schon auf dem Weg. So. Ja, und gleich machen wir es am Bum Bum wie Charlie. So, wir stellen uns jetzt einfach hier hin. Und Gott, speichern einmal ab. Jetzt müssen wir warten, bis das Licht wieder an ist und die Ladies sich wieder mal verziehen. Das Ganze schneide ich mal lieber raus, das dauert nämlich zu lange. So, eine ganze Weile später verziehen sich diese hässlichen Schreckschrauben endlich. Wir warten natürlich, bis alle weg sind. Wer will, kann ihn erdrosseln. Ich werde ihn jetzt einfach mal abknallen. Schöner Headshot wäre auf jeden Fall empfehlenswert. So, und wir laufen einfach sofort in den Aufzug. Hallo. Darf ich mal mitfahren? Yes, and we've got a Silent Assassin rating. Thanks you for watching this video and recommend me. See ya.